Hallöchen, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Natürlich hat sich pünktlich zum Film ein Pickel gemeldet, okay? Das heißt, falls er gerade so aufleuchtet und in eure Richtung strahlt, ignoriert ihn einfach. Ich habe versucht, ihn so gut wie es geht abzudecken. Ihr seht hier schon im Hintergrund, wir haben heute wieder eine Aufräumrunde. Aber wenn ihr dieses hier seht, dann wisst ihr auch, wir dekorieren heute etwas, worauf ich mich schon total dolle freue. Eigentlich hätte ich heute super, super gerne schon die Halloween-Deko mit aufgehangen. Muss aber gestehen, ich finde das dann immer als eine zu lange Zeitspanne, wie diese ganzen Skelette und Kürbisse und so hier stehen. Das heißt, wir dekorieren heute für den Herbst und dann so zwei Wochen später, vielleicht eine Woche. Ich weiß noch nicht, wann das Video hier live geht. Für mich sind es wahrscheinlich wirklich zwei Wochen. Für euch wird das vielleicht weniger, vielleicht mehr sein. Werden wir dann nochmal sozusagen die Halloween-Deko oben drauf packen, sodass wir dann hier wirklich einiges haben. Und ihr seht ja vielleicht schon, ich habe heute einen Wollpulli an. Mir ist echt kalt. Dabei haben wir hier schon die Heizung an. Es ist nämlich wirklich kühl draußen. Unser Fokus liegt heute hier unten auf dem Erdgeschoss, denn das ist das, worauf ich mich heute hauptsächlich konzentrieren werde. Ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen, heute noch nach oben zu wandern. Wie immer gilt, schnappt euch all eure Sachen und leistet mir beim Putzen Gesellschaft. Und wenn nicht, dann hoffe ich zumindest, dass dieses Video euch motiviert und ihr dann für den nächsten Tag genug Power habt, um loszulegen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen oder mit Putzen. Wie immer beginnen wir im Esszimmer und ihr seht ja schon, so ein bisschen was vom Mittagessen liegt hier rum, allerdings nicht allzu viel. Und dann haben wir hier so ein paar Mahlsachen der Kinder, die werden wir heute natürlich auch wieder wegräumen. Ihr wisst ja, dass ich es nicht mag, wenn die Stühle vollgestellt sind mit irgendwelchem Kram. Dann geht es in der Küche weiter und ihr seht es ja auch hier, ein paar Sachen liegen hier rum, allerdings nichts super Tragisches. Und ja, wir sammeln immer noch die ganzen Küchenrollen und Klopapierrollen für Emmas Kindergarten. Hier haben wir einmal Brei, den ich mir heute gemacht habe. Das ist ein Grießbrei und Emma hat da ihren Milchreis. Das kommt einfach nur in den Kühlschrank. Dann beladen wir die Spülmaschine, wischen hier einmal an allen Flächen lang. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Übrigens haben wir auch hier wieder ein kleines Paket. Ich meine, ihr seht es ja schon am Aufdruck. Es ist wieder mal ein Paket von Do Nails. Diesmal habe ich hier was zum Entfernen dieser Nägel. Ihr seht es, die sind momentan komplett ab. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Meine Nägel sind super empfindlich, da muss ich immer drauf achten. Und dann hatte ich mich mit Do Nails in Verbindung gesetzt und habe halt gefragt, was ich dagegen tun könnte, weil ich halt so brüchige Nägel habe. Und dann haben sie mir dieses Paket nochmal zukommen lassen. Und ja, ich bin schon gespannt, wenn ich das nächste Mal testen kann, wie ich das finde. Das muss ich aber nachher mal hochbringen. Hier im Wohnzimmer haben wir heute ein bisschen mehr als sonst. Wir haben hier mit den Kindern gespielt, allerdings hat Emma ein bisschen was weggeräumt. Ah nee, das ist da unten versteckt. Ich habe mich schon gewundert. Hier haben wir dann so ein paar Spielsachen, da sind Bastelsachen, denn Emma hat hier die Tage geknetet. Und mehr haben wir hier aber nicht. Etwas, wo heute aber ein bisschen mehr zu tun ist, ist das Spielzimmer. Ihr wisst ja normalerweise, dass ich immer die Kinder aufräume. Das hätte ich jetzt auch gemacht. Aber weil ich heute sowieso nicht allzu viel vorhabe, habe ich gedacht, ich tue dir mal den Gefallen und werde das hier mal auch mit aufräumen. Und der Flur ist heute mal wieder chaotisch. Aber ihr kennt das ja auch inzwischen. Hier haben wir die ganze Deko für den Herbst und auch Halloween. So viel ist es übrigens nicht. Irgendwie habe ich gedacht, das ist mehr. Aber wie gesagt, wir benutzen heute nur die Herbstsachen. Dann haben wir hier so ein paar Sachen zum Wegräumen. Hier ist wieder einiges. Und da geht es übrigens weiter. Das, worauf ich mich aber heute am meisten freue, ist das hier oben. Denn endlich kommt diese Deko hier oben weg. Das reicht jetzt mit der Sommerdeko. Hier kommt jetzt also auch herbstliche Deko hin. Und ja, übrigens, wir haben es immer noch nicht geschafft, hier Fotos für zu bestellen. Dazu komme ich aber auch noch. Hier im kleinen Bad ist wieder mal so das Übliche. Alex lässt seine Sachen liegen. Wir werden aber heute hier nur mal schnell durchwischen. Ich werde übrigens auch heute nicht diese Duschkabinentüren hier sauber machen, weil ich einfach keine Lust habe. Und ja, mehr passiert hier aber nicht. Und ihr wisst ja, wir beginnen in dem Esszimmer. Das ist für mich immer am einfachsten. Das habe ich euch schon ganz, ganz häufig erzählt. Das Teil, was ich hier gefunden habe, ist übrigens für die Haare. Ich habe dazu so eine passende, ja, Schere. Also es ist tatsächlich eine Schere, bloß ohne zu schneiden, sondern sie hat dann so eine Aufsätze, womit die Klammern ineinander pressen und dann zugehen. Und dann halten sie im Haar. Super schön. Ich habe gesehen, das ist der neueste TikTok-Trend. Und ich habe es aber von meiner Barbie aus dem Jahr 1995 oder so. Ich habe ein paar Teile nämlich immer noch aus meiner Kindheit und unter anderem halt diese eine Barbie, die es damals gab und auch dieses Zubehör für diese Barbie. Und als wir dann oben auf dem Dach ein bisschen aufgeräumt hatten, hat Emma sie gefunden und wollte sie natürlich gleich ausprobieren. Seitdem flattern die Teile im ganzen Haus rum. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. So don't let go, get close.
sollte ich jemals ein Video für euch machen, wo ich dann die tatsächlichen Geräusche im Hintergrund laufen lasse, wird das etwas sein, was euch total gefallen wird. Denn dieser Boden knistert förmlich beim Saugen. Das ist echt unglaublich. Aber die Kinder schmeißen nun mal viel da rum. Und ich habe natürlich gerade, vielleicht habt ihr das gesehen, die ganzen Sachen vom Stuhl weggepackt. Denn ich habe endlich etwas in Angriff genommen, was ich eine ganz, ganz lange Zeit vor mich hingeschoben habe. Aber ich konnte das endlich von meiner To-Do-Liste abhaken. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Wenn ich für mich irgendeinen Brei anrühre oder Milchreis, Haferbrei, irgendeinen anderen Brei, irgendetwas, dann mache ich davon am liebsten gleich viel und stecke den Rest dann in den Kühlschrank. So habe ich die nächsten Tage auch was von und kann zum Beispiel dann den Milchreis mit zur Arbeit nehmen oder ähnliches. Der Milchreis ist jetzt eigentlich wirklich für Emma reserviert. Die ist gerade momentan total verrückt danach. Ich habe euch das ja erzählt. Das läuft jetzt schon seit Monaten so. Sie braucht morgens ihren Milchreis, sonst dreht sie durch. Und Alex kocht dann immer so zweimal die Woche ein. Das macht er ihr dann morgens warm. Dann geht sie satt in den Kindergarten. Wir haben den Tag zuvor übrigens Pizza gemacht. Deswegen sind diese ganzen Stühle voller Mehl. Denn natürlich wollte Emma dann auch helfen und auch so würde aber alles in der Gegend rumflattern. Das ist mit Mehl ja nun mal der Fall. Und weil ich dann aber auch den Ständer dieser Barhocker da gesehen habe, habe ich gedacht, ich werde diese definitiv sauber machen. Habe es aber noch nicht in dem Schritt gemacht, denn das Leder war immer noch leicht feucht und ich wollte erstmal, dass es trocken wird. Deswegen habe ich mich dann zum nächsten Schritt gemacht und das ist das Einräumen der Spülmaschine. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. I wanna be so much better. Wisst ihr, als ich diese Küche damals geplant habe, wollte ich unbedingt in dieser Ecke ein Spülbecken haben. Ich weiß nicht warum, um dieses Spülbecken rum hat sich dann sozusagen die ganze Küche erschlossen, weil ich einfach wusste, das ist etwas, was mir am wichtigsten war. Ich wollte auf keinen Fall dieses Spülbecken am Fenster haben und ich bin auch immer noch tierisch glücklich darüber, dass ich mich genau so entschieden habe, denn ich hätte es wirklich bereut. Aber etwas, was ich ebenfalls nicht mag, ist, dass dieses Spülbecken, dadurch, dass es in der Ecke ist, musste es weit nach hinten versetzt werden. Und das gefällt mir gar nicht. Denn ich durfte nur eine bestimmte Größe vom Spülbecken nehmen und das war halt dieses hier. Das war schon das Größte. Dabei hätte ich so gern ein noch größeres gehabt. Einfach nur, damit man super große Pfannen da drin waschen kann, Bleche und sonst was. Und das ist halt jetzt momentan immer noch schwierig. Würde ich also nochmal eine Küche planen? Vielleicht für ein anderes Haus? Keine Sorge, wir ziehen nicht um. Das wird nicht passieren. Ich baue nicht nochmal. Aber sollte das der Fall sein, dann würde ich die Küche definitiv anders planen und kein Spülbecken mehr in die Ecke setzen. Das ist wirklich etwas, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Da hätte ich drüber nachdenken müssen, aber ich hatte irgendwann mal ein Clean With Me von einer amerikanischen YouTuberin gesehen und sie hatte eins in der Ecke und sie war so zufrieden, aber es war ja in den USA, das heißt, es war riesengroß, das Teil. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass sie auch glücklich damit war, aber ich halt mit meinem nicht. Und weil die Platten ja an den Seiten so zugeschnitten werden müssen, wie gesagt, konnte ich die Größe nicht ändern und es musste weit nach hinten versetzt werden, weil die Platte sonst gebrochen wäre. Das sind alles Sachen, die man mit bedenken muss. Whenever you're around, I wanna
say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Und da waren die Sitze dann schon gut trocken. Das heißt, ich konnte mich dann an die Füße dieser Barhocker machen. Und die sind bei uns immer wirklich super dreckig. Ich meine, wir kochen ja einmal am Tag mindestens. Manchmal sind es sogar zwei, das ist sogar häufig. Und ja, dementsprechend ist, glaube ich, die Küche auch dann so dreckig. Denn dieses ganze Fett verteilt sich natürlich trotzdem in der Küche. Auch wenn mein Herd natürlich nicht genau dort ist, merke ich es trotzdem. Und wir benutzen halt auch ganz oft diesen Backofen. Dann fällt da mal was runter und dort. Also diese Barhocker sehen echt immer schrecklich aus. Eigentlich müsste ich die viel, viel häufiger waschen. Aber ganz ehrlich, das ist bei so vielen Sachen in meinem Haus der Fall. Und ich mache es trotzdem nicht. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. I wanna be so much better. Say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together. Und der Boden in der Küche war einer der schlimmsten Böden im Erdgeschoss. Ganz ehrlich, ich hätte ihn am liebsten gewischt. Und eigentlich hatte ich das auch vor. Also als ich angefangen habe zu saugen, habe ich gedacht, na, ich habe noch super viel Zeit, das werde ich heute noch schaffen. Und dann habe ich eine Aufgabe getan, ja, von der ich gar nicht am Anfang gedacht hätte, dass ich sie schaffe. Ja, dem ist nur leider nicht so gewesen. Als ich dann mit der Deko angefangen habe, hat das dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Und dementsprechend kam ich nicht dazu. Das ist aber eine Sache, die ich definitiv machen muss. Spätestens diese Woche muss ich wirklich mich mal dran machen und diese ganzen Böden wischen. Denn ganz besonders in der Küche sieht es wirklich schlimm aus. Dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting. Und dazu habe ich mich wirklich super spontan entschlossen. Denn es flattern wirklich überall irgendwelche losen Blätter rum. Es liegen überall Malbücher, dann die ganzen Stifte. Dann heult Emma rum, dass dieser Stift nicht funktioniert und dieser. Und dann habe ich gedacht, okay, es reicht jetzt. Ich muss es jetzt mal in Angriff nehmen. Ich verschiebe es immer wieder. Das ist so eine Sache, die halt im Schrank ist. Das heißt, sie ist versteckt. Keiner sieht es und deswegen kümmere ich mich dann nicht ganz so gern um so eine Geschichten, weil ich weiß, es hat Zeit und da guckt keiner rein. Mir geht es eher um so eine Sachen, die die Leute dann sehen. Also wenn ich den Boden wische, dann weiß ich auch, es fällt sofort auf. Bei so einem Schrank halt eher nicht. Hier hat übrigens dann irgendwann meine Kamera dann einfach dicht gemacht, weil sie der Meinung war, sie hat jetzt genug gearbeitet. Ich habe es natürlich nicht gemerkt, sondern erst, als ich dann schon mit fast allem fertig war. Ich kann euch aber sagen, ich habe einfach alles sortiert. Hab einen Haufen dort hingemacht mit den Sachen, die ins Büro konnten, weil nicht alles unbedingt unten gelagert werden musste. Diese Ecke ist aber super praktisch für die Kinder, denn so haben wir am Abend immer die Möglichkeit, schnell was rauszuholen, damit die Kinder dort malen. Ich bin übrigens auch alle Stifte durchgegangen, also sowohl Buntstifte als auch Filzstifte, und habe sie auf die einzelnen Körbe aufgeteilt. Macht euch keine großen Gedanken, ihr werdet es am Ende nochmal sehen, das Ergebnis, und dann sage ich auch noch ein bisschen was zu. Das heißt, es bleibt euch nicht verwehrt, nur weil der Clip da fehlte. For the things I have done, for the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. So, da ich ganz kurz eine Pause benötige, ich habe jetzt 13 Mal geschafft. Heißt es, ich möchte euch gerne ein Haul zeigen. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist dieser Haul von Shein. Die haben dieses Video heute gesponsert, worüber ich ganz glücklich bin. Ich werde euch diesen kleinen Haul jetzt mal zeigen im Schnelldurchlauf. Als allererstes beginnen wir mit diesem Pullover hier. Ihr könnt sehen, der ist schwarz, hat einen Rollkragen. Ihr habt ihn jetzt schon im Laufe dieses Videos ja genug gesehen. Der hat hier übrigens Knöpfe an der Seite und nur an diesem einen Ärmel. Die kann man dann aufmachen und dann ist das Ganze so ein bisschen schicker. Das habe ich von dort und einiges an Deko. Unter anderem etwas, was wir heute verwenden werden. Und zwar sind das hier so eine herbstlichen Blätter.
Und eigentlich sollten die nicht lose sein, sondern eine Girlande darstellen. Ich bin mal gespannt. Doch, das ist eine Girlande. Genau, die hängt zusammen, das kann man dann so aufmachen. Und ich habe mir gedacht, das passt perfekt für meine Lampe über dem Esszimmertisch. Ihr wisst ja inzwischen, dass ich die super gern dekoriere. Das heißt, das hier kommt einmal dran und das hier kommt vielleicht übers Geländer. Vielleicht mache ich beides übers Geländer, denn ich bin der Meinung, ich habe noch einen anderen Strang vom Vorjahr, den ich hier für die Lampe verwenden werde. Etwas, was ihr nicht in diesem Video sehen werdet, aber in einem anderen. Ich wollte euch das aber nicht vorenthalten, denn das gehört zum Haul dazu, ist die Halloween-Deko. Denn das ist so das Motto dieses Einkaufs gewesen, Halloween. Das war so der Hauptfokus. Und ich möchte einen Blumenstrauß dazu anfertigen. Und dazu habe ich 5 solcher Zweige geholt. Die sind in schwarz, beziehungsweise in so einem richtig dunklen Kirschrot. Und 5 Stück sind es insgesamt. Das heißt, das Ganze kann so ein bisschen buschiger gemacht werden und voluminöser. Passend dazu gab es in derselben Farbe solche Zweige, insgesamt 3 Stück. Und die sollten dann mit dem anderen Strauch, sollten die dann so ein Bouquet darstellen. Aber nicht nur mit denen, sondern auch mit diesen schwarzen Rosen. Insgesamt sind es 5 Stück. Und ich dachte, die sind perfekt. Das wird so ein richtig, richtig schöner Bouquet zu Halloween in meinem Eingangsbereich. Da wechsle ich die Deko ja auch ganz gerne. Im Sommer hatte ich jetzt nichts, deswegen freue ich mich umso mehr auf die Herbstzeit und auf Halloween, weil ich dann so ein bisschen umstellen kann. Dann gab es einen kleinen Kerzenhalter, den ich total niedlich fand, beziehungsweise gruselig. Guckt euch das mal an. Das ist ein Skelett, der hält 2 weitere Totenköpfe in den Händen und da kann man dann echte Kerzen reinstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich echte nehmen werde oder ob ich welche in LED finde, die so klein sind von der Form. Aber stellt euch das mal dann abends vor, wenn es dann so leuchtet und so. Oh, total klasse. Das gefiel mir richtig, richtig gut. Zu guter Letzt habe ich ein Set geholt. Das kann man leider nicht sehen. Das müsste ich aufmachen, aber momentan sehe ich die Notwendigkeit da nicht. Das sind kleine Hexenhüte und das hier ist so ein Spinnennetz, das man aufhängen kann. Und ich habe gedacht, dass ich das perfekt entweder im Flur oder im Treppenhaus anbringen kann, wo dann diese Hexenhüte so runterhängen. Total klasse. Ich habe gehofft, dass ich noch so schwebende Kerzen finde. Kennt ihr die? Das sind einfache Kerzen, die sind mit LEDs dran und die hängen an so einer Schnur wie dieser hier. Und dann sieht es so aus, als ob sie runterhängen. Wie aus den Harry Potter Filmen. Ich finde das super klasse. Ich glaube, da gab es übrigens auch diese Hexenhüte, die dann von den Decken hingen. Absolut toll. Ich glaube, es wird super schön aussehen. Eins davon kriegt mein Skelett, das ich gekauft habe. Ich hoffe, das passt ihm. Wenn nicht, muss ich eins basteln. Da könnt ihr euch also schon auf die Halloween-Deko freuen, in der ihr das alles dann drin seht. Dann haben wir noch ein anderes Outfit, was ich gleich anziehen werde, wenn ich dekoriere. Da will ich dann so ein bisschen herbstlicher aussehen. Und zwar ist das so ein Set. Einmal ein Rock. Der ist übrigens gestrickt, also der ist richtig warm und perfekt für den Winter. Einmal ein Rock in Orange und dazu gibt es dann den passenden Pullover. Der sieht dann so aus. Ich denke, ich werde heute diesen Rock nicht anziehen, denn ich muss viel rauf und runter klettern und so. Da ist es nicht so passend, einen Rock zu tragen. Das heißt, ihr werdet mich auf jeden Fall gleich mal in diesem Pullover hier sehen. Und falls ihr Lust habt oder euch angucken wollt, wie viel was gekostet hat, alles ist wieder mal in der Infobox unten aufgelistet und auch die Rabattcodes sind dort mit aufgeführt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Shoppen. An solchen Tagen wie heute überfordert mich der Flur so ein wenig. Normalerweise versuche ich ihn nicht so weit kommen zu lassen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich sag's ja immer wieder, das Leben kommt dann dazwischen und dann räumt man hier mal was nicht weg und hier was nicht und dann hat man den Salat. So ging es mir an diesem Tag. Wobei ich sagen muss, dass dieser Behälter, der dort ist mit der ganzen Deko, dass der natürlich viel Platz eingenommen hat und es noch schlimmer aussah, als es eigentlich war. Ich war dann aber super glücklich, als ich das Ganze erledigt habe und ich endlich meinen Flur dann wieder auf Reihe hatte. Und dann ging es auch schon weiter ins Spielzimmer und ich hatte ja erzählt, normalerweise machen das die Kinder sauber und da achte ich wirklich in letzter Zeit ganz, ganz doll drauf, dass ich mich da gar nicht drum kümmere, sondern nur die Kinder, damit sie es lernen. Allerdings wollte ich es an dem Tag, weil ich nun mal das Erdgeschoss aufgeräumt habe, wollte ich alles einmal sauber wissen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, manchmal hat man so eine Tage, da will man den Kindern auch einen Gefallen tun und dann setzt man sich doch dran und macht es dann. Eigentlich rate ich aber immer dazu, das von den Kindern machen zu lassen. Ihr wisst ja, am Anfang habe ich sehr, sehr häufig dort aufgeräumt, da waren die Kinder auch noch etwas kleiner. Wir hatten so viel Spielzeug, dass es einfach total überfordernd war. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich, deswegen konnte ich es immer nachvollziehen, wenn die Kinder dann ja nicht aufräumen wollten. Jetzt haben wir es aber ganz gut im Griff. Emma ist auch alt genug, um Max zu helfen. Ich will Max halt auch nicht immer zwingen, aufzuräumen und auch die Sachen hinter Emma herzuräumen, denn ihr Teil ist der größte Schmutzfaktor. Emma holt ja immer gern alles raus.
Und seitdem sie größer ist, kann sie halt mithelfen. Deswegen zwinge ich die beiden seitdem halt auch viel, viel häufiger mal mit anzupacken. Im kleinen Badezimmer geht es recht schnell mit dem Saubermachen, vor allen Dingen an so einem Tag wie diesem, weil ich einfach nicht allzu viel mache. Ich habe dann nirgendwo feucht drüber gewischt, ich habe anschließend immer nur so ein Feuchttuch genommen und damit die Flächen dann gewischt. Das ist für mich aber nicht feucht durchwischen. Feucht durchwischen ist für mich halt wirklich mit so einem Reinigungsmittel und mit einem Lappen und das dann alles wirklich sauber machen. So habe ich immer nur das Gefühl, ich habe das Nötigste getan, aber auch kein bisschen mehr. Deswegen versuche ich das immer nicht ganz so häufig so zu handhaben. Ich mache einmal die Woche ja so ein richtiges Intensivputzen. Also was heißt Intensivputzen? Aber dass ich das Haus einmal die Woche sozusagen sauber mache. Da wische ich dann wirklich überall feucht lang. An den Abenden versuche ich die Toilette immer genau so zu wischen wie in diesem Clip. Ich nehme einfach nur ein Feuchttuch und gehe über alle Flächen. Wenn die Toilette schon etwas verschmutzter ist, dann tue ich da auch 00-WC-Aktivpulver rein oder irgendwelches flüssiges WC-Mittel. Da kommt es halt immer ganz drauf an, wie der Zustand dieser Toilette gerade ist. An dem Tag war es dann so, dass ich mich dann doch entschlossen habe, nochmal ein Pulver mit hineinzuschütten. Das habe ich dann anschließend gemacht, als ich mit allem fertig war, also mit dem Badezimmer, bevor ich mich dann an die Deko gemacht habe, weil ich ja wusste, während der Zeit, wo ich dann dekoriere, kann das Mittel dann einwirken. Am Anfang empfand ich das nicht als allzu wichtig. Naja, ich habe mich dann umentschieden. Gleicher Tag, neues Outfit. Ich hatte ja schon zuvor gesagt, dass ich das hier zum Dekorieren anziehen wollte. Einfach nur, um euch beides zu zeigen. Dieser Pullover ist etwas zu kurz für meinen Geschmack. Ich bin absolut kein Fan, wenn es schon so fast so aussieht wie so ein Crop-Top. Mit dem Rock selbst würde es gut aussehen. Den hatte ich nämlich gemeinsam damit an. Der ist nämlich etwas höher geschnitten, sodass das dann wirklich gut aussieht. Mit der Hose würde ich das so nicht tragen, sind wir ganz ehrlich. Das ist etwas, was man also bedenken sollte, solltet ihr euch dafür entscheiden. Ihr habt ja da gesehen, ich habe die ganze sommerliche Deko weggepackt und habe mich dann ans Dekorieren der Herbstdeko gemacht. Und ich hatte hier nicht wirklich einen Plan, was ich machen soll. Ich habe einfach alles rausgeholt und habe dann versucht immer zu gucken, was könnte dazu passen, was würde ganz gut aussehen. Am Ende war ich auch ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Ein paar Sachen hatte ich dann mit rausgeholt, die ich dann doch dort nicht verwendet habe, weil ich sie dann nicht passend gefunden habe. Aber die werdet ihr dann natürlich im Wohnzimmer sehen. Bei diesem Bouquet, was ich hier gesteckt habe, seht ihr ja, sind die Stängel dieser Blätter zu lang. Und eigentlich wollte ich sie abschneiden, aber ich habe gesehen, man kann sie auch super einknicken. Und das fand ich dann sogar noch besser, denn sollte ich nächstes Jahr vielleicht eine größere Vase haben, dann kann ich die immer noch größer machen. Wobei ich sagen muss, ich hätte ein paar Blätter mehr kaufen sollen. Im Laden sah der Strauß sehr voluminös aus, aber dadurch, dass die Öffnung dieser Vase ziemlich groß ist, fallen die auseinander. Ich habe dann auch schon so ein Teil genommen, womit man das Ganze festmachen kann, hat aber nicht ganz so viel gebracht. Ich habe es dann aber vor Ort auf der Treppe so einigermaßen zurechtgeschoben, dass es mir ja gefällt oder dass es mich nicht ganz so doll stört. Nächstes Jahr kommen aber definitiv noch ein paar Zweige dazu. Da versuche ich die aber schon dieses Jahr zu kaufen, nämlich nach dem Herbst, wenn die Weihnachtsdeko dann kommt, damit ich ein Schnäppchen machen kann. Und hier seht ihr es, erst wollte ich diese Zweige an dem Geländer anbringen und habe mich dann doch dagegen entschieden. Ja, ich fand zwei Stück dafür zu wenig und wollte die dann lieber über der Tür hängen haben. Denn zu Weihnachten haben wir ja auch immer so eine Girlande über der Tür und die sieht immer ganz gut aus, das gefiel mir. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es dann lieber dort. Auch hier gilt wieder, wenn die Herbstdeko so ein bisschen aussortiert wird und im Angebot ist, schnappe ich dann wieder zu, damit ich dann was für nächstes Jahr fürs Geländer habe.
thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I want it by you. Und in diesem Clip habe ich übrigens einiges rausgeschnitten. Deswegen seht ihr nicht sofort alles, denn mein Bauch hängt da super raus. Deswegen musste ich zusehen, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Und ihr seht es ja hier, ich habe so ein paar Sachen dorthin gestellt und dann, oh, dieses Teil, das ist ständig umgekippt. Irgendwann habe ich es aufgegeben und habe dann andere Sachen dahingestellt. War aber auch sogar zufriedener, wie ich es dann im Nachhinein sozusagen hatte. Es ist mir ganz gut gelungen. Ich bin auch froh, dass nichts runterfällt, wenn wir mal lüften. Und an der Fensterbank, da hatte ich keinen so richtigen Plan. Ich bin dann einfach irgendwie vorgegangen, habe dann immer versucht, so drei Teile nebeneinander zu legen, weil das ja immer ganz gut aussehen soll, laut Deko-Regel, aber wer weiß das schon. Das Esszimmer ist wieder komplett sauber und da oben ist auch wieder dekoriert. Der Boden ist ja überall gesaugt. Jetzt zeige ich euch nochmal die Deko. Hier in der Küche ist soweit alles weggeräumt. Ihr könnt hier sehen, das sind echte Kürbisse. Die stehen jetzt erstmal auf der Insel. Die Flächen sind wieder frei. Und ihr wisst, ich wasche das Plastikgeschirr definitiv nicht per Hand. Das heißt, das wartet dort auf die nächste Spülung. Auch das Spülbecken ist hier wieder sauber. Die ganzen Flächen hier. So, auch im Wohnzimmer habe ich jetzt alles weggeräumt. Und ihr wisst ja vielleicht noch, wie das da drinnen aussah. Und guckt mal, wie es jetzt aussieht. Ich habe wirklich versucht, alles zu sortieren. Hier sind jetzt deren losen Blätter drin und Notizhefte und sowas. Hier sind Malbücher und hier sind so Schulaufgaben für die Grundschule, für den Kindergarten und so weiter. Tuschkasten. Hier oben haben wir dann die Stifte. Ich habe hier einmal die Buntstifte und einmal die Filzstifte. Da bin ich jetzt wirklich glücklich drüber, dass es wieder ordentlich aussieht. Das Spielzimmer ist wieder spielbereit. Ihr könnt sehen, alles ist so einigermaßen weggeräumt. Ich habe jetzt nicht intensiv geputzt, ich wollte einfach nur alles vom Boden weg haben. Das Badezimmer strahlt übrigens auch wieder. Ich habe hier alles mal so ein bisschen auf die Schnelle gewischt. Nichts Großartiges gemacht und auch nur den Boden gesaugt. Übrigens habe ich das Handtuch natürlich ausgewechselt und die Toilette nochmal geschrubbt. Ihr habt ja gesehen, ich habe das 00 WC Aktivpulver hineingetan. Und als ich dann fertig war, bin ich da nochmal drüber gegangen. Im Flur könnt ihr vielleicht erkennen, da haben wir alles weggeräumt. Jetzt ist es hier sehr sauber. Der Ranzen steht hier schon für den morgigen Tag. In dieser blauen Tüte habe ich die Sachen fürs Ballett für meine Freundin. Da habe ich noch was besorgt. Ansonsten geht es hier mit der Deko weiter. Dann haben wir hier über der Tür so eine Ranke mit Blättern. Oh, ich finde, das sieht so gut aus. Allerdings hängt dieses Stückchen ein bisschen zu weit runter. Ich denke, das werden wir ein bisschen anheben müssen. Und dann geht es hier weiter. Guckt mal, wie sich die Pflanzen hier unterscheiden. Das Grün sticht so richtig, das Gelb und das Rote. Aber das ist dieses kleine Bouquet, was ich gemacht habe. Und ihr seht, ich musste die hier so ein bisschen einknicken, weil die zu lang waren. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen so ein gewisses Etwas. Und ich wünschte, ich hätte dieselben Ranken, die über der Tür hängen, bestellt. Also noch mehr davon. Und einmal an dieses Geländer angebracht und einmal an dieses. Ja, so schlau war ich aber nicht. So, ich bin tierisch fertig. Das sieht man mir auch an.
Ich müsste eigentlich gleich in die Wanne, obwohl es eigentlich noch gar nicht in der Zeit für mich ist. Aber ich bin echt durch. Also es war eigentlich kalt hier drin. Aber als ich diese Rollkragenpullis angezogen habe, oh, da hat die Hitze eingesetzt, weil ich auch noch versucht habe, schnell, schnell, schnell zu machen. Das war also ein bisschen zu viel. Ich werde mich gleich definitiv ausziehen und einmal unter die Dusche hüpfen. Ich hoffe, das Video hat euch motiviert. Ihr habt gesehen, wir haben einiges an Deko geschafft. Ich bin so glücklich. Endlich habe ich dieses Sommerliche weg. Es ist an der Zeit gewesen. Es ist einfach zu kalt für diese Sommerdeko gewesen. Deswegen bin ich so glücklich, dass jetzt alles in so Orange und im Braun strahlt. Oh, ich liebe es. Und bald kommt ja auch noch Schwarz dazu, denn dann haben wir ja Halloween. Wie bereits gesagt, hoffe ich, dass das Video motivierend war und dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!